Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir spielen heute wieder Icarus. Das letzte Mal war ich ja hier in der Bude stehen geblieben. Wir sind gelandet auf der Map Styx und ich habe hier jetzt noch zwei so kleine Truhen gebaut. Da ist ein bisschen Zeugs drin, weil ich ja ständig überladen war. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, das braucht. Ja, wir heben sie mal auf. Zugang zum Wasser. Das wäre jetzt für mich einmal das Wichtigste, dass ich auf die Schnelle da runterkomme, mir was zum Trinken hole und dann eben wieder raufkomme zu unserer Anfangsputze. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt jetzt in der Nacht. Die Nacht war doch ein bisschen lang. Also primäre Aufgabe ist es, hier mit Rampen ans Wasser zu kommen und natürlich, wir müssen jagen. Ich will unbedingt, dass wir so schnell wie möglich den Schlafsack aufstellen können, dass wir eben dann die Nacht schneller skippen können. So, ich habe ein bisschen Holz, aber ich mache trotzdem hier die Bäume noch weg. Und dann bauen wir uns nämlich diese Rampen. Oh, ich höre einen Wolf. Achtunddreißiger Wolf. Und dann schauen wir später noch in den Talentbaum, was wir denn hier noch so vergeben können. So, wo ist er denn? Da ist er. Schauen wir, dass wir guten Schuss hinkriegen. Es hat gut funktioniert. So, gib uns ein bisschen Pelz. Ja, zwei. Ist zwar nicht der Rede wert, aber Fleisch, das legen wir jetzt gleich einmal rein. Und dann können wir eigentlich schon mal die ersten Rampen bauen. Fleisch ins Lagerfeuer. Zack, zack. Bam, das kann raus. Gut. Dann schauen wir mal, wie viele Rampen wir bauen können. Wir brauchen da auf alle Fälle wieder ein paar Stände. Ich mache mal vier Stück. Und dann brauchen wir mal eine Rampe. Ja, drei können wir bauen. Okay. Das Fell kann auch da rein. Wir haben nämlich, dann haben wir schon, da ist es nicht. Da haben wir schon vier. Ja, fehlt noch ein bisschen was. Aber das kommt schon noch. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie bauen wir das da runter? Wir müssen natürlich auch Stützen anbringen. Schauen wir mal, wie sieht's von der Seite aus, sieht es eigentlich sogar noch besser aus. Da würde ich gerne, jetzt schauen wir mal, wie wir die Rampe hinbringen. So will ich sie nicht haben. Ich möchte sie eigentlich. Muss ich denn da runterlaufen? Ah, okay. So. Wir bringen jetzt einfach mal die erste an. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr rauf. So, die bringen wir auch noch ran. Und die setzen wir so an. Genau. Dann machen wir hier gleich mal die Stützpfeiler rein. Setzen wir erst einmal einen oben drauf, dann kriegen wir den da unten besser. Einfach um das Ganze ein bisschen besser abzustützen. Na. Jetzt mal oben einen an. Dann kann ich den unteren besser setzen. Dann hält es auch ein bisschen länger. Und vielleicht auch den ersten Sturm aus. So. Ich würde dich gerne da unten haben. Gut. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch Holz. Holz. Gut. Und da gehen wir jetzt gleich einmal in den Ressourcen. Und hier steht schon mal, mehr Holz durch Fällen plus 5% Ertrag eigentlich nicht. Erhöht die Inventargewichtskapazität. Die ist wichtig.
Da vergeben wir gleich mal die 3 Punkte. Die brauchen wir jetzt. Können wir nämlich auch ein bisschen mehr tragen. Hoffe ich. Wassermelonen habe ich eigentlich noch genug. Komm, füll mal dein Wasser auf. So. Das Zeug müssen wir auch mal reparieren. Solange es noch geht. Da holen wir uns gleich mal den nächsten Baum. Was ist jetzt? Keine Ausdauer. Ja. Wir stehen noch am Anfang. Oh, jetzt hast du aber ganz schön geruckelt. Sind wir überhaupt für ein Level? Level 4. So, den Baum haben wir. Da liegt noch einer. So, und schon können wir mehr tragen. Das ist schon mal ganz gut. Fallen lassen. Wir haben schon 200 drin. Essen. So. Dich da oben kriege ich noch. Ja. Männer, machen wir alles weg. So, dann können wir gleich noch mal Rampen bauen. Hier und natürlich ein paar Stützpfeiler. Gut. So, unser provisorischer Wasserzugang sieht schon mal ganz gut aus. Ja. So. Und wir sind im Wasser. Das ist schon mal gut. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber falls es wieder passiert, setzen wir hier noch eine an. Die Krokus kommen ja auch. Ich hoffe, mich frisst jetzt keiner. Sondern können wir nämlich hier schön raufgehen. Natürlich sehr günstig gebaut. Aber es geht. Alles nur provisorisch. Also Wasserzugang ist gelegt. Na. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Jagd. Hier tun wir noch das Fleisch rein. Ich habe kein Fleisch mehr. Das Essen. Und das hier essen. Gut. Und dann müssen wir aber noch ein bisschen was ablegen. Sticks können raus. Das Essen geht dann kaputt, ne? Das geht, das hält noch ein bisschen. Holz können wir rausnehmen. Ah, da sind wir schon voll. Da hätte ich noch Stützpfeiler gehabt, ne? Okay. Sauerstoff. Knochen. Knochen noch raus. Holz raus. So viel brauchen wir ja gar nicht mitnehmen. Und die Pfeile, die kann man doch bestimmt noch stapeln. So, dann haben wir ein bisschen Gewicht weg. Herrlicher Tag zum Jagen. Und wir schauen gleich nochmal in die Talente. Und zwar Solo. Wir sind ja Solo unterwegs.
Erhöht die Grundausdauer, Grundbewegung, genereller Nahkampfschaden. Ich würde sagen, die Grundausdauer ist ganz wichtig und das war's schon. An Talenten hätten wir noch 3 Punkte zu vergeben. Ich möchte den Charakter auf alle Fälle auf die Jagd einstellen. Schauen wir mal, erhöht die Knochenausbeute. Knochenausbeute ist wichtig. Erhöht die Ausdauer, Regeneration nach erlittenem Schaden. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Ducken. Erhöht die Grundausdauer. Ganz wichtig. Setzen wir gleich mal die 2 Punkte rein. Und im Technikerbaum, da warte ich noch, bis ich Stufe 5 bin, weil bei Stufe 5, glaube ich, kriege ich das Knochenmesser. Aber jetzt gehen wir erst einmal auf die Jagd. Und ich höre da unten schon wieder einen Komodoran. Komodoran. Oh. Krokodil. Krokodil. Ich weiß nicht, wie stark die sind, ne? Und wie schnell vor allem. Grundausdauer ist jetzt gestärkt. Ich würde sagen, wir probieren gleich mal so ein Krokodil. Komodoran. Nee, du frisst mich. Oh, das ist ein Krokodil. Und das ist schnell. Das ist sehr schnell. Mit dem Ding brauchen wir wahrscheinlich gar nicht ins Wasser gehen. Da wird er auch schnell sein. Da ist er. Na komm, komm. Also bei den Krokodilen müssen wir echt aufpassen. Oh. Mein Freund. Kommst du hier rauf? Ja. Sind der schlimmer? Die sind ja schlimmer wie die Bären. So was kriegen wir von dem wahrscheinlich kein Fell. Nee. Aber Leder und ein paar Knochen. Messer kaputt. Gut. Also bei den Krokodilen müssen wir aufpassen. Jetzt habe ich den am Fasern, da geht noch ein bisschen was. Wir müssen aber trotzdem jagen. Wir Gemse. Wir brauchen nämlich die liegt da, ne? Wo ist der Kopf? Wow, das war ein guter Treffer. Die gibt uns bestimmt voll. Messer kann ich reparieren. Bogen auch. So, was haben wir denn hier? Karotte. Das Pferdchen. Wenn wir Glück haben, gibt es uns auch Fell. Weiß natürlich jetzt nicht, wie stark der ist. Gott, das war er. Drei Fell. Was haben wir denn? 8 und 6 habe ich, glaube ich, in den Truhen. Da fehlt nicht mehr viel zu unserem Schlafsack. Büffel kann ich leider noch nicht.
Da unten bewegt sich was. Okay. Gibt auf alle Fälle Fleisch und Knochen. So. Dann kriegen wir nämlich unsere Knochenpfeile, wenn wir Level 5 haben. Aber auf die Krokodile müssen wir echt aufpassen. Fische. Gibt's heute Fisch? Den gut treffen. Jawohl, Level 5 erreicht. Und ich glaube, ich habe jetzt meine Fälle im Schlafsack. Gleich mal reparieren. 17, das reicht uns. Also zurück. Jagd war erfolgreich. Bauen wir uns jetzt noch einen Schlafsack, komme ich darüber. Ah. So, unsere Base ist ja irgendwo da oben. Sauerstoff haben wir noch. Hier ist Schwefel. Da ist unsere Butze. Ah, mir fällt gerade auf, ich habe keine Fackel mehr. Und hier rennt noch was rum. Rikitz. Jawohl, den haben wir gut getroffen. Also, der Schlafsack ist gesichert. So, dann rein in die gute Stube. Dann schauen wir mal, was wir haben. Fleisch können wir mal was essen. Der kann weg, bevor er verfault. Das kann rüber. 25, das können wir zerstören. Und der Fisch kann noch mit rüber. Sauerstoff kommt da rein. Und wir machen unseren Schlafsack. Schon mal gut. Den platzieren wir auch gleich. Markieren. So, und jetzt schauen wir mal in die Talente. Wir haben wieder einen Punkt zu vergeben. Ich möchte, was steht hier? Reduziert Nachteile durch Überlastung. Knochensammler. Nach erlittenen Schaden. Max Ausdauer, ganz wichtig, haben wir Solo, haben wir keinen Punkt. Und Techniker Baum haben wir jetzt freigeschalten, Knochenpfeil. Und Knochenmesser, das hält schon mal ein bisschen länger. Und wir hätten noch 5 Punkte zu vergeben.
Und da würde ich schon fast sagen, wir machen uns diese Knochenrüstung. 1, 2, 3, 4, 5. Die können wir nämlich ganz normal hier herstellen. Aber vorher machen wir uns jetzt die Knochenpfeile. Maximum 31. Das ist schon mal gut. Die kommen da oben rein. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Knochen, ein bisschen Leder. Machen wir nochmal max 4, besser wie nix. Und das Leder, das kann dann rein. Holz, 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 Holz. Okay, Stein. Der eine da kann doch darüber und dann könnten wir das hier ablegen. Gut. Also Ziel erreicht, wir haben gejagt, wir sind Level 5 geworden und wir haben unseren Schlafsack. Das war schon mal wichtig. Der nächste Schritt wird jetzt sein, Level 10 zu werden. Was ist denn da unten? Eine Ente. Irgendein Vogel im Wasser. Der nächste Punkt wird jetzt sein, Level 10 zu werden und uns mal Gedanken langsam drüber zu machen, wie wir denn die Base bauen. Ich würde fast schon sagen, ich gehe da runter, ich würde gerne ins Wasser bauen, auch wenn hier Krokodile sind. Aber ich würde hier gerne ins Wasser bauen, weil ich sehe, jetzt müssen wir testen, ob wir angegriffen werden oder ob wir nicht angegriffen werden. Das müssen wir alles austesten. Also, nächste Mal sehen wir uns. Ich werde hier noch ein paar Bäume fällen. Ich werde versuchen, noch ein bisschen zu leveln. Und oh, den holen wir uns noch, oder? Wenn es ein guter Treffer wird. Jo. Das Kleine lassen wir jetzt aber. Gibt auf alle Fälle wieder Knochen und Leder. Das brauchen wir. So, und dann bauen wir uns gleich einmal, das können wir gleich mal zerstören. Bauen wir uns gleich mal das Knochenmesser, wo ist denn das? Knochenwurfmesser möchte ich nicht. Knochenmesser. So, und die Pfeile haben wir nicht. Jetzt haben wir zumindest mal ein besseres Messer. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus.